gonna build a mountain from a little hill. Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, diesmal nicht mit Sims 4, sondern mit einem neuen Projekt, das ich schon eine Weile angekündigt hatte. Ich aber jetzt erst dazu gekommen bin, es aufzunehmen, was heißt aufzunehmen, beziehungsweise zu schneiden. Und zwar Planet Zoo. Ich habe mir überlegt, da Planet Zoo ja sehr performance-lastig ist, wie viele es vielleicht kennen, die es selber spielen, werde ich jetzt nicht einen großen Zoo bauen, wo alle Bereiche drin sind, sondern ich werde viele kleine verschiedene Zoos bauen mit verschiedenen Themenbereichen. Und das habe ich mir so überlegt, indem ich bestimmte Themenbereiche einfach zusammenlege. Und zwar nicht wie Afrika, Asien und so weiter, sondern ich habe mich jetzt dazu entschieden, das sozusagen nach Regionen, Landschaft zu unterteilen. Jetzt zum Beispiel, der erste Zoo wird sein, zum Beispiel Graslandschaft und die Wüste werden zusammen, weil da einfach auch die Welt, sage ich jetzt mal, einfach am besten dazu passt. Einfach dieses Steppengebiet mit diesem braunen Gras, mit dieser etwas helleren Erde, passt einfach viel, viel besser zu Graslandschaft und zu der Wüste. Und weil ich das fand das immer ein bisschen komisch, wenn man jetzt so die Afrika-Tiere, da gehören ja auch zum Beispiel Gorillas oder Schimpansen und so dazu. Und das sind halt so, da gehört für mich grünes Gras, so halt Dschungel und nicht dieses Steppengebiet. Deswegen habe ich mir überlegt, das einfach so einzuteilen in diese Landschaften. Der zweite Zoo wird dann nach dem Graslandschaft und Wüsten Zoo werden die Tropen und das Gemäßigte werde ich zusammen machen, weil das einfach dieses Grüne darstellt und das einfach sehr gut zusammenpasst. Und der dritte Zoo wird einfach das Tigergebiet und das Tundragebiet, also Schnee, Berge, heißt die Eisbären, Wölfe und so weiter. Im Hintergrund seht ihr jetzt schon, wie ich die Landschaft bearbeite von unserem, ich nenne es jetzt mal Steppenzoo, und habe mir da so ein paar Sachen überlegt, so mit einem Fluss und ein paar Bergen. Das fand ich ganz schön, weil man kennt es ja vielleicht, wenn man schon mal Dokus über die Savanne geschaut hat oder so, dass es immer mal wieder diese Einkerbungen gibt, von wo es ein bisschen runter geht zum Wasser halt. Und so habe ich mir, so wollte ich das auch machen, und mit diesem Berg wollte ich dann machen, dass oben die Leute dann auch lang gehen können. Also sie laufen einmal unten durch und einmal oben drüber. Da mache ich dann vielleicht auch noch so ein paar Essensbuden hin oder wie auch immer. Und ja, und habe zwischendrin auch noch ein paar Lücken gelassen, um einfach auch Wege abschneiden zu können in verschiedene Gehege zum Beispiel. Ich spiele übrigens im Sandbox-Modus, weil der Sandbox-Modus nicht so viel an Performance frisst wie jetzt der Franchise-Modus, obwohl mir der Franchise-Modus sehr gefällt. Einfach auch, um mit anderen zu interagieren zu können. Aber ich denke mal, dass Frontier da noch einiges bearbeiten muss, dass man das einigermaßen aufnehmen kann, ohne dass es ständig ruckelt. Deswegen habe ich mir überlegt, das Projekt im Sandbox-Modus zu machen. Da müssen wir dann auch nicht darauf achten, wie das Geld reicht. Aber wenn ihr es möchtet, wenn ihr möchtet, dass ich mal ein Franchise so anfange, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich werde mich dann da dran setzen und natürlich euren Wünschen nachgehen, so gut es geht. Ja, wie gesagt, ich baue hier jetzt ein bisschen so das Gelände, habe überall so ein paar Hügel noch in die Landschaft mit reingemacht.
Hier bei dem habe ich mir überlegt, dann auch ein Gehege reinzumachen. Deswegen habe ich da unten auch noch so eine Art Höhle gelassen. Einfach, dass der Schutz dann schon der Unterschlupf für die Tiere dann wird. Da seht ihr jetzt einen kleinen Sprung. Da war ich dann fertig mit der Landschaft und habe mich jetzt an den Eingang gemacht, den ihr jetzt dann sehen werdet. Ich habe mir da ein paar Inspirationen in Pinterest geholt. Ich kann, wenn ich es finde, euch in die Infobox verlinken, an welchem Bild ich mich orientiert habe. Ich habe es jetzt nicht genauso nachgebaut, wie es dort ist, aber ich habe mir da halt einfach ein paar Ideen geholt. Und es ist immer ganz gut, falls ihr irgendwie Ideenprobleme habt oder sonstiges, dann schaut einfach ein paar Videos oder geht einfach mal in Google Bilder suchen oder Pinterest ist da auch immer ganz gut. Einfach um sich da ein paar Ideen zu holen. Ja, so mache ich mir das. Also so mache ich das. Ich wollte einfach hier meinen eigenen Eingang machen, ohne den Standardeingang, sage ich jetzt mal. Ich wollte es halt wie so einen richtigen Zoo-Eingang machen. So, man hat ja vor dem Zoo meistens auch so ein bisschen einen Vorplatz, bevor man dann sozusagen an diese, wie nennt man das, Zooschalter, eigentlich Kassen kommt und dann eingeht. Und so wollte ich es halt einfach auch machen, weil es einfach bei vielen Zoos einfach auch so ist. Und habe mir dann überlegt, dass es so einfach viel, viel besser aussieht und einfach auch viel, viel realistischer ist als das andere. Und es hat mir einfach auch besser gefallen. Also muss ich sagen, ich bin im Planet Zoo, was das Bauen angeht, jetzt noch nicht so die Profibauerin. Ich versuche mir da natürlich Mühe zu geben. Und wie gesagt, ich hole mir da auch immer sehr viele Ideen und orientiere mich dann danach. Klar, ich bringe dann trotzdem immer wieder meine eigenen Ideen ein oder lasse dann mal was weg, weil es mir nicht gefällt. Und so, wenn ihr da Probleme habt, macht es einfach auch so, holt euch Inspiration. Und wenn euch was nicht gefällt, was auf dem Foto drauf ist, dann lasst es einfach weg. Tut irgendwelche Sachen neu dazu, was euch gefällt. Weil wenn ihr dann einmal im Bauen drin seid, dann werdet ihr da auch schnell reinfinden. Also sowas bei mir. Ich habe mir das Bild angeguckt, habe mich da am Anfang von der Aufteilung orientiert und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell das Bild eigentlich auf die Seite gelegt, sage ich jetzt mal, und habe dann einfach drauf losgebaut, so wie es mir dann im Endeffekt gefallen hat. Ja, da habe ich jetzt die Gebäude gemacht. In die Gebäude habe ich auf der einen Seite, seht ihr dann nachher, die Toiletten reingemacht. Und auf der Seite, wo die Fenster sind, habe ich innen drin einen Shop reingemacht und ein bisschen dekoriert. Und jetzt kommen noch ein paar Glasdächer dazu. So im Voraus. Und sozusagen als kleines Vordach. Das hat mir nicht so am besten von dem Bild, wo ich mich orientiert habe, gefallen. So diese Vordächer. Auch dieses Glas. Das hat mir da sehr gut gefallen. Da muss ich sagen, da hat dann später irgendwas nicht mehr mit dem Dach gepasst. Das habt ihr vielleicht hier jetzt kurz gesehen, dass es ein bisschen übersteht. Das habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Das ist mir dann erst später aufgefallen und habe es dann natürlich noch korrigiert. Hier habe ich jetzt nach einer Säule gesucht, wo ich einfärben kann. Ich wollte aber eine runde haben. Und dann habe ich die gefunden, habe die dann schwarz eingefärbt und habe die dann als Stütze an die Dächer gemacht. Weil es wäre sonst einfach unlogisch, wenn das Dach einfach so schweben würde. Macht ja gar keinen Sinn. Das habe ich dann jetzt überall gehabt, dann auch mich so an diesen Eingängen orientiert, dass man da einfach schön durchlaufen kann, ohne dass da einfach mittendrin dann auf einmal eine Säule steht. Da habe ich es dann so gemacht, da habe ich mich an der Wand orientiert, habe dann die auch direkt an der Wand gelassen.
und habe dann einfach kopiert und eine mit vorgezogen. So habe ich es dann da auch gemacht. Und natürlich noch eine in die Mitte. Da habe ich das jetzt gesehen mit dem Dach, dass da irgendwas nicht so so ist, wie es sein soll. Mensch, was ist denn jetzt los? Und habe es dann einfach korrigiert. Das Bausystem in Planet Zoo ist manchmal ein bisschen komisch. Das muss man aber auch nicht verstehen. Hier habe ich dann jetzt auch noch eine Säule gemacht, weil ich dachte, dass das schwere Dach wäre einfach unlogisch, wenn das einfach so heben würde, sage ich jetzt mal. Und hier habe ich jetzt einfach noch ein bisschen die Wände sozusagen fixiert. Einfach, dass es nicht so glatt und gerade aussieht, weil in echt ist es auch nie so. Da haben wir auch immer irgendwo einen Balken oder eine Stütze oder wie auch immer. Hier habe ich jetzt auch nochmal das Dach angepasst. So, und ja, da musste ich leider alle einzeln anpassen, weil das nicht so wollte, wie ich das wollte. Und beim vorderen Dach hat es dann gepasst. Ich habe mir lange überlegt, auch wegen dem Weg, wo da ist, wo da übersteht über das Haus, wie ich das machen soll. Aber wenn ich es wegmache, dann ist es wieder zu weit weg von der Wand. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach so, dass die da hoffentlich nicht durchlaufen. Hab davor jetzt einfach dann, das werdet ihr dann sehen, Geldautomaten platziert. Und dahinter einfach ein paar Blumen und Pflanzen. Und hoffe einfach, dass die da nicht ständig durch die Wand laufen. Weil ich mich fragen sollte, warum sollten sie das tun? Weil dahinter ist eh nichts, was sie interessiert. Ich habe auch viele Einstellungen geändert. Ich habe ja die ganzen Häkchen gerade bei wegen dem Geländetool angepasst. Dann habe ich auch bei Tiereinstellungen, dass sie, ich glaube, nicht sterben. Sie leben länger. Sie kämpfen nicht miteinander, auch diejenigen, wo nicht eigentlich in ein Gehege dürfen. Klar, in echt ist es zwar auch nicht so, aber so jetzt einfach nur zum schönen Bauen ist es halt einfach einfacher, wenn man diese Möglichkeiten hat. Deswegen habe ich sie jetzt erstmal angemacht. Wenn es mich oder euch dann zu sehr stört, kann mir es dann auch wieder ausmachen. Aber jetzt für den Anfang habe ich es eigentlich erstmal an. Und ja, hier habe ich jetzt zwei Informationen reingemacht, weil da einfach man diese Audio Dinger bekommt und das bekommt man eigentlich relativ am Anfang. Ich habe es auch extra ein bisschen weiter reingemacht, wegen der Warteschlange, dass die anderen da auch noch vorbeilaufen können und dann auch extra zwei, weil sonst ist einfach die Schlange viel, viel, viel zu lang. Da habe ich jetzt den Namen von meinem Zoo dahingeschrieben, so werden auch die anderen Zoos heißen. Es wird dann sozusagen wie so ein zusammenhängender Zoo. Das ist eigentlich sozusagen der Zuhoer Steppe sozusagen. Der andere wird dann der Zuhoer Tropen und der andere wird dann Arktis oder wie ich ihn dann nenne. Das können wir uns ja dann gemeinsam noch überlegen. Hier habe ich jetzt dann noch die Buchstaben eingefärbt in so, wie soll ich sagen, hellen Farben, wo halt zu der Umgebung passen. Gelb, Orange, Hellrot. Hier habe ich jetzt nach einer Bank gesucht, die irgendwie dazu passt, aber irgendwie hat das Braun alles nicht so gepasst, wie ich das wollte. Und da seht ihr jetzt die Geldautomaten, wie ich die dahingestellt habe. Irgendwie waren sie dann nicht genau exakt vom gleichen Abstand nebeneinander. Das werde ich aber dann noch korrigieren. Ich habe sie jetzt noch nicht eingefärbt. Das wollte ich jetzt eigentlich auch noch machen, aber das kann ich ja dann beim nächsten Part machen. Hab da einfach noch das Zeichen oben drüber, dass die Leute es wissen. Und auch wenn man es eigentlich sieht, aber ja,
Ja, habe ich jetzt noch ein paar Pflanzen hingemacht, weil ich einfach dieses, was heißt grün, einfach diese Stelle bedenken wollte. Und jetzt habe ich mir überlegt, wo ich die Spawner hinmachen soll. Und war mir da sehr unschlüssig. So, ich wollte die auf jeden Fall da an die Seite machen. Habe lange überlegt, wie ich es machen soll. Weil ich weiß nicht, irgendwie wollte ich sie halt irgendwo rauskommen lassen. Aber ich wusste nicht genau wie. Ich habe da jetzt so kleine Hütchen hingemacht mit so Häusern, mit so Türen, Häusern. Türen meine ich natürlich. Falls euch dann noch eine bessere Idee einfällt, könnt ihr mir das ja gerne schreiben. Aber das war jetzt so anfangs so die beste Lösung, die ich irgendwie hatte. Man hätte jetzt auch eine U-Bahn-Station oder so machen können. Aber wie gesagt, falls euch was Besseres einfällt, wo ihr sagt, das könnte, würde besser dazu passen, dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, hier habe ich dann gemerkt, das ist das weiße Dach, wo ich auch beim großen Gebäude benutzt habe, gar nicht in dieser Schräglage gibt und musste dann irgendwie umdenken und habe dann einfach überlegt, ich mache es einfach komplett gerade und gut ist. Ich bin damit irgendwie nicht, noch nicht so zufrieden, deswegen habe ich hier zu euch auch gesagt, schreibt mir, wenn ihr was Besseres habt, einfach in die Kommentare, dann werde ich mir da eure Ideen angucken und schauen, was da vielleicht am besten passt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da habe ich jetzt erstmal geguckt, was für Türen ich da hin machen könnte und ich war mit allen Türen irgendwie nicht zufrieden. Ja. Mit der Tür war ich dann einigermaßen zufrieden. Mir hätte es noch besser gefallen, hätte ich sie noch einfärben können in Braun. Weil dann hätte es wieder zum eigentlichen Stil gepasst. Hier habe ich jetzt noch versucht, das irgendwie zu verkleiden, aber dann habe ich gemerkt, so, nee, es sieht irgendwie blöd aus. Habe es dann einfach gelassen. So, das ist jetzt der Eingang, der eigentlich so gut wie fertig ist. Und hier habe ich jetzt überlegt, so mache ich in die Mitte noch was hin. Und habe ich überlegt, soll ich es rund machen? Hab dann da einfach geguckt. Dann fand ich aber die Ecken so blöd, die da ausstanden. Und dann habe ich es nicht rund gemacht. Da habe ich es nicht rund gemacht, sondern dann viereckig abgesteckt. Ja, hier habe ich dann gemerkt, dass die dann eigentlich viel länger sind, als der Weg eigentlich ist. Und musste dann sozusagen auch noch alles einzeln platzieren. Zumindest immer eins von der Reihe. Und da war ich dann eigentlich mit ganz zufrieden. Jetzt meint mein Nachbar wirklich, Rasen mähen zu müssen. Ich hasse es. Ja, hier habe ich jetzt geguckt, welcher Baum passt dahin. Welcher ist zu groß, welcher nicht. Hab dann auch meinen Freund gefragt, welcher ihm am besten gefällt. Und da habe ich jetzt auch mal versucht, mit so Kakteen zu arbeiten, mit denen ich eigentlich sonst nie arbeite, weil ich noch nie in so einer Landschaft gebaut habe. Aber ich, so im Nachhinein finde ich, eigentlich ist gar nicht schlecht geworden. Also wie gesagt, das ist für mich auch eine Herausforderung, in diesem Gebiet zu bauen. Und hier wollte ich jetzt noch ein paar Statuen reinmachen. Hier habe ich noch überlegt, ob ich irgendwo den Jeep hinstellen soll, aber dann fand ich es irgendwie too much. Und hier habe ich jetzt einfach die Elefanten hingestellt und da noch so eine kleine Giraffe. Ja, der Zooeingang. Jetzt habe ich hier überlegt, die Tür ist irgendwie, fand ich irgendwie zu klein, weil da ja noch der Weg rein muss. Dann habe ich diesen Torbogen genommen.
Und am Anfang habe ich mir überlegt, ob ich da zwei Läden reinmachen soll, aber dann fand ich das irgendwie wieder doof, weil da ja direkt die Glasscheibe ist und dann war das ja kontraproduktiv, wenn da die Glasscheibe ist und da direkt ein Laden davor steht. Deswegen habe ich dann nur einen Laden gemacht, sondern dieses Heads Fantastic. Und habe dann an die Seite noch so kleine Deko hingemacht. Werdet ihr dann gleich sehen. Ja, habe ich noch geguckt, ob ich den Weg irgendwie eckig hinbekomme. Da habe ich ihn nochmal weggemacht und dann nochmal platziert und dann ging es zum Glück. Und hier habe ich jetzt geguckt, was mache ich da jetzt hin? Dann habe ich das gefunden und den Löwen. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil so hat man den, konnte man den auch von draußen sehen, durch die Glasscheibe. Das fand ich ganz cool, weil Löwe in dem Gebiet sowieso. Und Löwe ist ja eh so das Zeichen der Tiere und ihr wisst. Ich habe da jetzt noch Erde reingemacht, habe hier jetzt noch ein paar Büsche platziert, ein paar Blumen, auch wieder ein bisschen Kakteen, das einfach ein bisschen bepflanzt aussieht. Hier habe ich jetzt einfach dasselbe wie draußen gemacht, die Schilder hingemacht, dass man einfach weiß, was sich da auch befindet. Hier habe ich geguckt, ob ich das Große nehmen soll, aber das fand ich dann irgendwie zu big und habe dann das Kleine gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, dass es durchbackt, weil der Boden ein bisschen durchgeht, durch die Wand und habe das dann einfach vor das Blumenzeug gestellt und den Müll einfach Mülleimer, herrje, einfach ins Eck. Hier wollte ich jetzt noch ein bisschen dekorieren, weil ich fand das so kahl. Es war einfach so kahl und ich habe mir so lange überlegt, was ich da hinmachen soll. Dann habe ich wieder was weggemacht und dann habe ich wieder was hingemacht und dann, ich war irgendwie, aber die ganze Zeit irgendwie nicht so zufrieden mit dem, was da war. Habe dann auch mal von außen geguckt, fand es dann irgendwie nicht so schön, muss ich sagen. Ich muss kurz was trinken. Ja, hier seht ihr, ich habe jetzt wieder alles weggemacht und habe dann wieder neue Sachen versucht hinzumachen. Und dann seht ihr jetzt gleich das Finale, wo dann auch wirklich dort geblieben ist. Bis auf den Baum. Das habe ich jetzt auch noch ein bisschen eingefärbt, so den Löwen in so einer Löwenfarbe, in Orange und den Baum mit Grün. Das hat mir dann besser gefallen. Da wollte ich auch noch irgendwas hinmachen, weil, weiß ich hasse kahle Wände, wo nichts ist. Ich weiß nicht. Ja, hier habe ich jetzt. Sorry, mein Freund hat mich unterbrochen. Hier habe ich jetzt noch mal ein bisschen
einfach weiterfixiert, so wie ich es vorher auch schon gemacht habe. Einfach diese Säulen platziert und hier habe ich dann überlegt, so, irgendwie steht es so weit ab, aber irgendwie ist dann die Kante nicht mehr so. Und dann habe ich einfach doppelt hingestellt. Hier habe ich jetzt auch Bänke platziert und Mülleimer. Und ich wollte es so, dass der Mülleimer in der Mitte und die Bänke dann zwei Bänke nebendran. Ja, und dann war ich eigentlich schon ganz zufrieden mit dem Eingang. Hier habe ich jetzt noch die gesagten Pflanzen hingemacht und auf der anderen Seite kommt noch ein Wasserfall hin mit ein paar Steinen und da würde ich sagen, lasse ich euch jetzt dann auch mal allein und genießt noch das Video und wir sehen uns dann beim nächsten. Tschüss!